Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch willkommen zum sechsten Spieltag, zum vorletzten Spieltag der IPL dieser Season. Ja, steht 3-2 und mit zwei Wins haben wir noch eine Chance auf den ersten Platz. Ne? Das ist vielleicht, wenn ich zweimal gewinnen sollte, wäre ich dann vielleicht auch wieder der gute alte Zweite, wie letztes Mal. Aber ja, ich gehe erstmal davon aus, okay, ich muss erstmal mich um dieses Match kümmern, dann um das nächste Match kümmern und dann gucken, wie die anderen spielen. Aber erstmal jetzt hier dieses Spiel gewinnen, vollen Fokus drauf. Ich habe mir überlegt, okay, er hat riesige Probleme gegen Hazards. Okay. Good luck, fun. Genau, er hat riesige Probleme gegen Hazards und das muss ich irgendwie ausnutzen. Er hat Zepaisa dabei, finde ich ganz, ganz wild, darum, dass er Zepaisa dabei hat. Okay. Mit dem Fiara habe ich auch nicht gerechnet. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir dieses Spiel gewinnen, ne? Zepaisa. Okay, ich könnte einfach mit Mewlin, um erstmal Ersatz rauszuhauen. Er könnte natürlich mit sowas wie Greninja leaden, das wäre natürlich ein bisschen nervig. Und dann könnte man auch einfach mit Thorn leaden, das wäre nicht ganz so nervig dann für uns. Thorn ist halt der safeste, safeste erstmal. Wir gehen erstmal auf Nummer sicher, wie immer halt, ne? Oder gehen wir auf Nummer sicher? Ja, nee, nee, fuck auf Thorn. Wir gehen rein, wir leaden mit Mew. Und sollte er mit, sollte er mit Greninja leaden, dann ist das halt so. Ich gehe irgendwie trotzdem von Zepaisa aus, keine Ahnung. Also, dass er damit leadet. Genau, wir haben Hazards auf Mew. Und er hat keine Hazard Removal. Soweit ich richtig liege. Ich weiß nicht, ob Fiaro mittlerweile Hazard Removal hat. Hat Fiaro Hazard Removal? Also, der hatte Defog, aber hat der immer noch Defog. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so gepreppt, falls er so ein Set spielt. Na klar, Lieder mit Gwen. Geht er direkt auf Dark Pool. Ich gehe trotzdem irgendwie von Stachler aus. Wir können ganz entspannt in Porygon 2 gehen, glaube ich, erstmal. Während ich nachgucke, ob Talonflame mittlerweile Defog hat. Der hat Defog, also er könnte so ein Defog-Set spielen. Wir spielen ganz entspannt, wir gehen in den P2. Vielleicht macht er wirklich Stachler. Das wäre natürlich ein bisschen nervig, aber die würden wir dann irgendwie wegbekommen. U-Turn. Ist okay. Ja, P2 macht das Spiel sehr, sehr langsam. Das ist so. Aber wir haben... Und deswegen habe ich P2 auch mitgenommen, weil ich glaube, dass wir dieses Hazard-Game auf lange Sicht gewinnen. Klar, Fiaro könnte jetzt mit Boots und Defog und so ein Kram spielen. Egal. Ich glaube, wir gewinnen dieses Hazard-Game. Ich habe die P2 dabei, weil es in die offensive Power reinkommt. Und klar, was ist seine Antwort jetzt dagegen? Er muss irgendwas Defensives in P2 reinschmeißen. Okay, er packt den rein. Ich glaube, der kann natürlich Knock, ne? Der kann Klebenetz, der kann Knock. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Ich weiß nicht, was er mit dem Zepaisa will, wirklich nicht. Ich glaube, er will einfach knocken. Auf wem juckt mich der Knocker am wenigsten? Thorn? Mew? Mew will ich aber nicht in Zepaisa reinwechseln, dass er da sowas sagt, ne? Ist unfassbar. Ich will die Erdtafel auf Great Tusk eigentlich noch behalten. Wir gehen erstmal in Thorn. Ich gehe, wie gesagt, von Knock aus. Wenn er jetzt Klebenetz raushaut, pff, dann macht er das halt. Wir erstmal in Thorn.
Okay, seltsam, ob ich es irgendwie kommen sehen habe. Man könnte jetzt erstmal direkt reingeschmieden, ne? Was will der uns tun? Ja, komm, wir gehen hier reingeschmied. Ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass, ja, es kommt Florges. Ich weiß gar nicht, ob wir den zuhitten, ich glaube, ja. Ja, plus zwei. Das ist, wir machen schon ordentlich Damage. Aber wir gehen auf den Polarokan, wir hauen das mal rein. Florges ist halt super passiv. So, Moomblast sollte mich nicht... Ich glaube, Moomblast tut mich nicht. An der Stelle. Sollte nicht ausreichen. Zumindest gehe ich davon aus, erstmal. Gucken wir mal. Okay, wir haben gemisst. Okay, es kommt der Moonblast. Und der tutet mich tatsächlich an der Stelle. Und das droppt auch unseren Spezialangriff. Also, der Setup hat auf jeden Fall nett geklappt. Wir gehen in Tinkerton. Der Damage wäre natürlich gut gewesen. Aber es fängt gerade erst an, das Spiel. Psycholärm. Ja, okay. Wir könnten erstmal knocken. Vielleicht protected auch den Riesenhammer. Loswerden. Das mag ich gerne. Ich mag ein Lichtschild, ne? Lichtschild mag ich extrem gerne. Wir gehen mal fürs Lichtschild. Lichtschild mag ich unfassbar gerne. Wir sind wieder so ein cooles Set mit Lightclay. Wieder so eine passive Fee, gegen die wir kämpfen. Perfekte Möglichkeit, um einfach mal so ein bisschen die Screens rauszuknallen. Was kommt tatsächlich der? So, defogt er jetzt instant? Was macht er für Shenanigans? Ist er. Ja. Wir gehen auf jeden Fall in Raging Bolt. Komm, wir gehen eine Runde in Raging Bolt. Den muss ich knocken. Den muss ich ganz dringend knocken. Eigentlich. Aber ich habe Angst, jetzt irgendwie geburnt zu werden durch Will-O-Wisp oder so. Wenn er jetzt defogen würde, wäre das natürlich. Dann wäre natürlich der nächste Knock richtig krass. Weil dann würde er immer 50% bekommen. Aber wir gehen einfach instant in Raging Bolt. Wir haben da Offensivweste drauf, aber ja, wir resisten halt die Steps. Das Schlimmste, was er machen könnte, ist uns burnen irgendwie, denke ich, mit Willow. Defog wäre natürlich, wie gesagt, nervig, um die Screens wegzumachen. Flambo. Ja, okay, das macht gar nichts. Also Assault West, ja, wir gehen instant für den Voltwechsel. Haben das Momentum erstmal auf unserer Seite wieder. Wäre natürlich jetzt cool, wenn. Na, Florges. Ich weiß nicht, wie viel macht das plus 2 gegen Florges? Macht er bestimmt irgendwie mindestens ein Tool, oder? So, Tornado, jetzt gucken wir mal rein. Na, das macht so. Macht schon ein Tool-Hit, ne? So.
So, wir gehen in Tinkerton und wir wollen ein paar Sachen knocken. Ich glaube, Reflektor ist fast nutzlos. Das heißt, ich werde aber nicht Reflektoren, ich werde einfach knocken. Ich werde einfach knocken jetzt hier an der Stelle. Ich protected er auch. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass er wieder wechselt, genau. Also instant wieder in den Reihen. Und ich brauche irgendwie Hazards jetzt langsam. Ich muss nur gucken, wie ich diese Hazards rausbekomme. Ich mache Progress jetzt ein bisschen durch Knock, aber das reicht mir nicht ganz. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Okay, er geht raus. Ich krieg einen guten Knock. Wieder mit einem Talent Flame. King Klaus. Den genockt zu haben ist auch gut. Ich spiele alle Colbert gegen mich. Mann. Alle Colbert spielen, das ist unfassbar. Die ganzen, hier ist es gleich. Ja. Ganzen Kings, ne? Ich setze ja im Moment Jura einzuwechseln. Ich glaube, ja. Da weiß ich nicht, was ich für ein Set bin. Ich habe irgendwie Lefties. Vielleicht wird er sich wieder hochheilen. Ich muss irgendwie Hazards rausbekommen. Deswegen gehe ich jetzt hart auf Mew. Wenn er sagt, okay, er will jetzt die eisige Stimmung, also er will irgendwie da ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich sagen möchte. Momentum rausholen, dann ist das so. Wir gehen jetzt mal in Mew. Flammenwurf, das sollte nicht zu viel machen. Okay. Aber ja, echt nett, dass er uns diesen Feed-Turn gibt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt einmal auf die Rocks zu klicken. Wunderbar. Ja, keine Hazard Removal, außer dieses blöde Fiaro, aber das kriegen wir irgendwie gehandelt, denke ich. Auch wenn das heißt, ich weiß nicht, ob ich das riskieren kann, mein Great Tusk burn zu lassen. Ich muss den wirklich knocken. Ich muss Fiaro wirklich knocken. Ich habe aber zwei Knocks dabei, was gut ist. Ich stelle sich die Frage, okay, was mache ich? Was habe ich vor? Ich kann natürlich irgendwie Setup sein. Wir gehen jetzt mal Titansteine, wunderbar. Zack. Und er geht für die eisige Stimmung. Perfekt. Okay, was ist sein Plan? Greninja wahrscheinlich einfach. Jetzt ist halt der große Unterschied. Die Rocks sind halt unfassbar wichtig. Der passive Damage die ganze Zeit. Ist ziemlich gut. Dann können wir auch breaken mit Thorn und mit Great Tusk jetzt. Muss ich nur irgendwie reinbekommen. Das wird jetzt mein Ziel sein. Der Dreiklaus. Ist der gescarft? Will ich. Also. Wie viel macht er denn an Damage, wenn er gescarft ist? Gegen meinen Mew mit Dark Pulse. Er ist nicht gescarft, das stelle ich mir überhaupt die Frage. Weil er Lefties hat. Das heißt, wir U-Turn da einfach rein. Macht ein bisschen was an Damage, finde ich gut. Ich will einfach in P2 gehen. Machen wir auch. Wir gehen einfach in P2. Ich weiß nicht, wenn er irgendwie sagt, okay, er möchte Nasty plotten, fein. Delegator. Okay. Gehen auf Ice Beam. Okay, er ist Ränkeschmied, ja.
Aber wir sollten eigentlich easy plus 2 Draco tanken. Der Crit war natürlich wichtig. Wir sind komplett special defensive. Also das juckt uns gar nicht. Wir sollten auch ihn killen. Also wir sind Analytic. Das sollte den töten. Wenn er jetzt bei... Ja. Mein Lichtschild ist vorbei, aber das ist mir auch... Also das sollten wir trotzdem leben. Wir sind komplett special defensive. Wir haben Ibolit. Der hat kein Damage Boostes Item. Das macht vielleicht 60 oder 70 Prozent. Wir gehen so auf 50 HP runter. 90 HP runter. Ja, und jetzt seid ihr. Na gut. Der ist schon mal gone. Hauptaufgabe von P2 wurde jetzt schon mal erfüllt. Also, klar, ich hätte ihn jetzt noch gerne gegen Greninja und vielleicht kriege ich ihn auch wieder hoch. So ist das ja nicht, ne? Der ist schon strong gegen Greninja. Ich habe natürlich auch Raging Bolt gegen den. Der ist gut dagegen. Das war's eigentlich schon fast. Aber ich habe natürlich ich krieg ihn gegen fast alles hoch, oder? Krieg ich gegen den nicht hoch? Killt er mich überhaupt? Nee, oder? Macht er nicht genug, oder? Nee, es macht nicht genug. Einfach mal Cover drücken. Wir drücken einfach mal Recover. Oh, ich will mich eh gegen den hochheilen. Okay, er hat Psycholärm, na gut. Dann kann er das mich drücken. Das okay. Dann kriegen wir den aber noch gegen andere Mons hoch. Psycholair Moonblast, dann T-Waven mit den. Nee, müssen wir auch nicht. Wir können einfach einen Tinkerton wechseln. Wir können auch in Pew gehen und Stachler spam. Wir gehen in Tinkerton. Ich will nochmal das Lichtschild wieder haben. Das ist nämlich ziemlich cool gegen das Gegnerteam. Wirklich sehr, sehr cool. Geht raus. Okay, das war ein guter Double. Das muss man ihm lassen. Ja? Knock ich jetzt, ist die Frage. Ich glaube, er defogt. Deswegen knock ich. Komm, wir gehen. Der wird nicht nochmal Flammenwurf drücken. Das macht er nicht nochmal. Und es sollte auch nicht zu viel Schaden machen. Ja, wir sind Full Special Death. Wenn er das liest, okay, aber ich will den genockt haben. Er drückt Flammenwurf, ist okay. Macht 40 Prozent oder so, ja. Und jetzt knocken wir deine blöden Boots weg, weg damit. Ja, und das war mir extrem wichtig. Ja, jetzt können wir auch in Raging Bolt gehen, also. Ich will eigentlich nicht Raging Bolt zu viel Damage lassen, ne? Aber das muss irgendwie jetzt sein. Sollte auch trotzdem kein Damage machen. Ja, und jetzt Volt wechseln wir einfach raus, also. Kann natürlich auch wieder. Also, ich habe jetzt keinen Sturmblitz gezeigt, aber. Da muss doch die. Also, wenn er kein Defog loaded, verstehe ich das Fiabo-Set gar nicht. Also, warum man den überhaupt mitgenommen hat. Eigentlich will ich ja spiken dann. Wenn er jetzt, sag ich mal, in irgendwas geht. Eigentlich will ich Spikes durchdrücken. Macht schon Damage, ne? Ich kann den nicht mehr zu oft benutzen jetzt. Raging Bolt, ist echt nervig. Wenn ich einfach die offensive Attacke drücke, ist er auch tot, ne? Also mit Thunderclap.
Also ist eigentlich dann jetzt die Aufgabe von Amphini irgendwie gegen King Klaus. Okay, was soll er machen? Okay, das ist einen komischen Move. Ich kann schon einen Task gehen, ne? Und dann kann er in den Fiaro gehen, dann bekommt er richtig aufs Maul und dann kann ich in Mew wechseln. Diese Dinge, ne? Na, wir machen das so. Wenn er Fiaro prediktet, dann soll es so sein. Und wir gehen auf jeden Fall auf die Schmetterramme. Na, wir greifen jetzt einfach mal an. Vielleicht wäre auch Hazard Stacking Gameplay gewesen, ne? Kann alles sein. Aber er muss jetzt hier erstmal ein Prediction ziehen. Wenn er halt Fiaro geht, dann kriegt er ordentlich aufs Maul. Batsch. Gone. Jetzt kann ich Pitu nicht mehr hochheilen, ne? Außer mit Surprise. Nee, ich glaube, ich sack Pitu irgendwie. Yes. Was will der machen? Also ich habe jetzt natürlich die Hauptaufgabe von Great Tusk erfüllt, ne? Aber ich verstehe nicht, was sein Plan ist. Was? Wir greifen einfach mit Felsgrab an. Der One-Shot mich nicht. Ich bin auch schneller. Ich mach gar keinen Damage. Klebenetz, das ist sein Plan natürlich, offensichtlich. Warum tue ich den eigentlich nicht? Er drückt einen Turbodreher. Ist er so defensiv tanky oder was? Wir sind ja minus 1, aber was will er uns machen? Spin direkt weg. Gar keinen Bock auf den Kram, wirklich gar keinen Bock. Batsch. Jetzt ist auch im Range für das zweite Felsgrab. Das tut natürlich weh. Aua. Aber er tutet mich nicht, ne? Wir gehen auch mal auf Felsgrab. Boom. Was macht der Klebenetz? Siegersorger. Er killt mich, actually. Er hat die Roll bekommen. Was ist so schlimm? Ah, es war ein Crit. Alles nicht so schlimm. Der ist jetzt zwar down. Aber der hat seine Hauptaufgabe erfüllt. Und zwar das unfassbar nervige Slowking wegballern. Deswegen konnte ich auch einfach jetzt so spielen, wie ich Bock hatte, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich könnte Pitu hochheilen. Ich glaube, das ist aber Quatsch. Hier einen Torn. Unfassbar, dass so ein Surprise einfach einen Great Tusk gekillt hat. Ne? Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Jo, kann ich bitte Polaokan treffen? Leben jetzt ist auch mir auch egal einfach, oder? Ich glaube, das ist mir wirklich egal. Warum habe ich das eigentlich versucht wegzuspinnen? Das ist mir wirklich egal. Okay, ich darf auch mal treffen. Der ist gone.
Beziehungsweise ist mir das wirklich egal. Ah. Raging Bull ist jetzt langsamer als Florges. Okay. Dann ist das so. Ja, ich hab mir gesagt, ich habe ja eben gerade schon gesagt, ich sack jetzt P2. Der kann jetzt auf jeden Fall nach Hause gehen. Eigentlich hat nichts daran, etwas, das einfach Ice Beam drückt, ne? Also soll er halt machen. Surfer. Hm? Ja, wir gehen Raging Bolt. Und ich würde T-Bolten, glaube ich. Wir T-Bolten. Wenn er der Meinung ist, drinnen zu bleiben, dann ist das so. Dann kriegt er kriegen wir zwar einen Eismeer, aber den sollten wir auf jeden Fall leben. Ich gehe aber davon aus, dass der irgendwie Specs ist oder sowas. Und T-Bolt jetzt für den maximalen Damage. Gucken wir mal. Ja, geht raus. Und es kommt. Ja, auf jeden Fall Florges war es abzusehen. Aber natürlich. Rocks plus T-Bolt wird jetzt wehtun. Aber nicht weh genug, leider. Was ist das dann so? Also, ja, wie gesagt, für uns sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Wir gehen einfach in Tinkerton und hauen einfach die Screens raus. Wir können knocken, wir können Dinge tun. Okay, geht tatsächlich in Tenant Flame. Interesting. Ich würde einfach ein Mew gehen, glaube ich. Will die HP noch behalten. Wir können auch in Thorn gehen, actually. Brauchen wir Thorn noch? Thorn ist nicht so wichtig. Wenn er jetzt die ganze Zeit U-Turn und die ganze Zeit Damage bekommt, fein. Und dann soll er das halt bekommen. Ja, wir gehen in Thorn einfach. Thorn ist wie gesagt gar nicht so wichtig. Aber er hat tatsächlich sein Florges komplett logien lassen. Das ist wirklich interesting. So, er boostet jetzt einfach mal rein. Und ich würde jetzt trotzdem den Orkan drücken. Den Polarorkan. Jetzt will er auch eigentlich, dass das Links nicht mehr reinkommen. Das Florges. Orkan. Okay. Ja, gut. Meiner trifft dafür und killt ihn auch. Weg. Das ist ein Crit, oder? Nö. Killt einfach. Einfach gone. So, und ich werde jetzt, wenn er jetzt in Greninja geht, werde ich in Mew wechseln, weil ich eigentlich schon von einem Ice Beam irgendwie ausgehe.
Mew sollte eigentlich auch. Auch ah. Wahrscheinlich kein. Er geht nicht in den. Das war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu Ränke schmieden, right? Das langsamer als Greninja. Synthese, ja. Drücken wir mal, ob Polar kann. Schauen, macht das. Ja, fast ein Tool. Leider kein Tool. Okay, Initiative sinkt. Ist da ein Crit? Kriegt ihr den Drop? Nö. Aber das ist okay. Wir drücken einfach Polar kann durch. Also, da muss er halt Synthese durchspammen. Dann ist das halt so. Bis wir missen oder so. Keine Ahnung. Okay, wir missen instant. Wir haben schon einfach drei gemisst davon. Crazy. Na gut, dann ist das so. Dann ist das so. Dann ist das so. Sub. Der Sub. Das finde ich jetzt gemein. Ein Kater-CM dahinter? Ne, der hat drei Moves schon gezeigt. Drücken einfach weiter Polar-Karten. Ich hab schon drei gemisst. Das kann. Das Sub gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. So null. Deswegen wollte auch unbedingt das Leben jetzt raushauen, weil der jetzt schneller ist wahrscheinlich, ne, als Tinkerton. Obwohl ich das bin ich ganz nicht ganz. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Wir drücken nochmal Ränkeschmied. Belaukan mein ich natürlich. Aber wir haben hier den Indie-Drop bekommen zweimal. Der ist auf jeden Fall nicht schneller. So. Und ich will jetzt eigentlich Lichtschild haben. Na, ich will Lichtschild haben. Ich will Lichtschild haben, auf jeden Fall. Und selbst wenn wir dieses Game halt nur 1-0 gewinnen, dann ist das halt so. Aber wir haben so eine gute Differenz. Win is win an dem Punkt. Gigaton hat natürlich auch Schaden gemacht, aber der Schaden auf dem ist mir wirklich egal. Wir gehen auf jeden Fall fürs Lichtschild und jetzt gehen wir in Mew. So, gucken wir mal, was passiert. Was er drückt da? Catman, okay. Captain ist potenziell schlecht.
So, will ich jetzt knocken oder will ich gleich knocken? Na, wir U-Turn, wir müssen jetzt U-Turn. Wir sollten auch schneller sein, wir machen dem noch ein bisschen Damage. Die Lefties den Lefties Damage negieren mit der U-Turn. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich... sich hochheilen. Oder er wird Sub-Instant. Gucken wir mal. Na, natürlich auch eine begrenzte Anzahl von Synthesis, ne? Jetzt natürlich der Punkt, ich weiß nicht, ob ich schneller bin mit Gigaton Hammer. Gut, dass wir, wie gesagt, echt gut, dass wir Lichtschild draus haben. Das heißt, der Mutter sollte wirklich uns kitzeln. Psycholärm. Okay, interesting. Warum drückt er denn das? Und wenn Tinkerton gleich stirbt, wird Mew reinkommen und Knockoff spammen. Und dann wird Thunderclap das irgendwie besiegeln, das Match. Okay. Die Zeit von ihm ist ausgelaufen. Ich weiß gar nicht, was die Regeln dazu sagen. Ich hätte, glaube ich, noch 9 Minuten übrig. Egal. So, Live-Recherche. Was sagen denn die Regeln? Yay. Mega. Ja, falsches Dokument. Sehr gut, Taurus, sehr gut. So. Und zwar... sind die Regeln, hier sind die Regeln. Das ist auch einfach alles Quatsch, ey, wirklich. Regelwerk. Ja. Timer.
Mit Auslauf des eigenen Timers gewinnt der Gegner unabhängig von der aktuellen Spielsituation in Höhe seiner noch lebenden Monster zu 0. Na, ich hätte auf jeden Fall gewonnen. Also das sowieso, aber ich hätte, jetzt gewinne ich halt drei, so 3-0. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte gewonnen. Also, dementsprechend ist das, glaube ich, egal. Es hat nur Ewigkeiten gedauert. Es ist ein bisschen unbefriedigendes Ereignis, aber ich hab halt gewonnen. So. Na gut. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Kampf. Tschüssi!